Ja moin, für diejenigen, die mich nicht kennen, ich bin Martin und das ist meine Jumbo, eine Bavaria 34 Holiday. Ich habe heute Morgen hier von Martinique abgelegt bzw. den Anker gehievt und habe mich Richtung Azoren aufgemacht. Die Passage ist nicht ganz so einfach, da man sich insbesondere im Norden oben mit wechselnden Winden, Tiefdruckgebieten, Hochdruckzonen auseinandersetzen muss. So, das erste Stück halte ich mich auf Nordkurs bzw. Nord-Nordostkurs. Und das erste Stück heißt so die ersten 1000 Seemeilen. Das heißt, ich bin hier im Passatwind wahrscheinlich eine ganze Woche hart am Wind. Habe mir meine Koje unten schon auf der Bank im Salon auf der Lehseite fertig gemacht. Ja, ich freue mich auf die Fahrt. Es ist für mich auch das erste Mal, dass ich die Azoren dann ansteuere. Beim letzten Mal bin ich ja dran vorbeigefahren. Da bin ich ja vor 2 Jahren hier von Martinique aus nonstop bis Helgoland durchgefahren aufgrund von Corona. Aber diesmal hole ich auf jeden Fall die Azoren nach und freue mich auf die Fahrt und freue mich auf die Azoren. Ja, alles gut. Kaffee. Hier geht es jetzt in ein Regengebiet rein, wird wahrscheinlich bis heute Nachmittag regnen. Vorhin hat der Wind auf Nordost gedreht und abgenommen, jetzt kommt er wieder. Sieht ganz gut aus, aber am Steuerbord kommt jetzt hier das nächste Regengebiet rein. Thank you.
sind ganz gut unterwegs, die Jumbo und ich. Ja, die See ist ein bisschen rau. Auf der einen Seite ist das ja Landigschwell, der hier aus Osten reinkommt, auf der anderen Seite dann der aktuelle Seegang. Und die überlagern sich hier sehr unglücklich. Und deswegen sieht das so aus. Ja, wir schauen mal ganz kurz hier auf die Regenvorhersage. Also eigentlich steht uns noch ein bisschen was bevor. Wir sind da, wo die grüne Markierung ist. Und wenn wir da ein bisschen reinzoomen, dann sehen wir, dass da noch ein bisschen was kommen kann. Aber nach vorne sieht es eigentlich ganz gut aus. Schauen wir uns das mal hier auf der Seekarte an, wie wir gefahren sind. Im Moment ganz gut unterwegs. Gestartet sind wir hier im Süden von Martinique, dann einmal hier rausgekreuzt logischerweise und hatten gestern einen Tag, wo wir einen ganz guten Kurs gemacht haben, etwa 20 Grad. Heute hat der Wind ein bisschen zurückgedreht und wir schaffen den Kurs von gestern nicht. Haben wir da oben 500 Seemeilen östlich der Bermudas einen Wegpunkt gesetzt. Bis dahin sind es jetzt noch etwa 816 Seemeilen. Und einen Kurs von 18 Grad, das schaffen wir im Moment nicht. Aber so haben wir schon 310 Seemeilen weg in 2 Tagen und 2 Stunden. Da bin ich schon sehr zufrieden mit. Wie sieht das im weiteren Verlauf mit dem Wind aus? Das gucken wir uns auch mal an. Im Moment hier Ostwind, um die 20 Knoten. Das sieht für die nächsten Tage so ähnlich aus. Wir werden uns ja so ähnlich bewegen wie die anderen hier. Ich hatte ja schon mal erklärt, das sind hier Routenvorschläge der anderen Wettermodelle. ECMWF ist das europäische Wettermodell und GFS das amerikanische. Und im Moment sind die für den jetzigen Bereich hier so ähnlich, unterscheiden sich dann hinter im weiteren Verlauf. So, wenn ich das hier mal weiterlaufen lasse, dann sehen wir relativ guten Wind. Nächste Woche und dann kommt da oben eine ganz kleine Flaute rein und danach kommt ein Tief rein, was aber auch ganz guten Wind bringen könnte, aber das muss man da mal abwarten. Ja, so erstmal ganz gut. Wie gesagt, unser Plan ist jetzt hier hart am Wind. Ich habe jetzt hier im Moment den Winkel zum scheinbaren Wind auf 42 Grad eingestellt. 40, 42 Grad ist das, was ich fahre. Könnte noch ein bisschen härter an den Wind gehen, aber dann verlieren wir zu viel Fahrt und hier setzt auch eine leichte Strömung von Ost nach West ab. Das heißt, hier habe ich versucht, einen gesunden Mittelweg zu finden. Auf der einen Seite ja, so hoch wie möglich am Wind, auf der anderen Seite aber auch Fahrt im Schiff zu halten, damit uns die Strömung nicht so weit aus der Kurslinie treibt. Ja, ansonsten alles gut. Zum anderen bin ich noch nicht gekommen, dafür sind wir einfach zu schnell unterwegs, das macht doch keinen Sinn. Ja, ich freue mich jetzt hier. Ich hoffe, dass uns der Regen am Nachmittag verschont, dass der gar nicht reinkommt. Ja, und dann schauen wir mal, geht es die nächsten Tage hier weiter, hart am Wind.
übersieht, hat die Jumbo den Mast verloren. Das ist gestern Abend passiert, um 21 Uhr, kurz vorher. Ich war relativ gut unterwegs mit kleinen Segeln bei Windstärke 6, hart am Wind. Und irgendwas muss da passiert sein. Auf einmal machte es Knack-Knack. Und die Windanzeige ist weg. Ich sehe aus dem Augenwinkel noch 35 oder 38 Knoten, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und als ich hier oben bin, habe ich dann das Malheur gesehen. Hab noch versucht, den Mast wieder an Bord zu bekommen. Da habe ich tatsächlich eine Dreiviertelstunde für investiert. Denn ich hatte ihn ja über die Dirk hatte ich ihn hier hinten noch. Die war ja hier am Baum dran. Dann hatte ich das Achterstag. Und vorne lag er ja auch auf Deck. Das sah erst so aus, als wäre er nur unten abgeknickt und so ins Wasser gefallen, weil es auch kein sehr lautes Geräusch war. Und als ich ihn dann hier an der Mastspitze dann hochgezogen habe, habe ich gesehen, dass er scheinbar irgendwie oberhalb des Radars, wo früher das Radar gesessen hat, dort abgebrochen ist. Ja, warum das jetzt passiert ist, weiß ich auch nicht ganz genau. Eigentlich war ich konservativ unterwegs. Ich hatte mir einen maximalen Krängungswinkel so von 15 Grad vorgenommen. Klar, ab und zu ist mal eine Spitze dabei, aber deutlich konservativer, als ich sonst so gesegelt bin. Ja, weiß ich auch nicht. Das Rig hatte ich auch nochmal gecheckt vorher. Das ist leider so, ein gewisses Restrisiko fährt immer mit. Da hat man vermeintlich alles getan und dann passiert halt sowas. Ich weiß auch nicht, wie hoch die Windgeschwindigkeit jetzt wirklich gewesen ist, als es passiert ist. Denn die Windanzeige war ja sofort weg. Na gut, also wie gesagt, ich habe versucht, ihn noch zu bergen und habe das dann aufgegeben und habe letztendlich dann ja alle Verbindungen zum Boot mit meiner 220 Volt Flex dann durchtrennt. Das hat dann auch noch mal gut und gerne eine Stunde gedauert. Da muss man auch sehr vorsichtig vorgehen, immer eingepickt, und die Möglichkeiten, sich einzupicken, sind natürlich jetzt deutlich weniger, weil der Mast fehlt. Aber es hat einigermaßen geklappt. Ich war ganz schön geschockt gestern Abend noch. Die Nacht war natürlich total schlaflos, logischerweise. Dann ging der Autopilot nicht. Das heißt, ich hatte erst noch gedacht, ich müsste hier komplett von Hand steuern. Ich habe mir jetzt als Ziel St. Martin ausgesucht. Das sind jetzt noch etwa 175 Seemeilen. Gestern Abend waren das eben, glaube ich, so 230. So wie gesagt, dann ging der Autopilot nicht. Und ich war schon relativ verzweifelt, hier 220 Seemeilen unter Maschine von Hand zu steuern als Einheitssegler. Ich habe das dann tatsächlich auch gemacht, so für 20 Minuten, und es war grottenschlecht. Ich bin immer wieder vom Kurs abgekommen und dann musste ich stark korrigieren. Das war erstens sehr anstrengend, jetzt nicht körperlich, aber so aufzupassen, dass man da immer genau auf Kurs bleibt. Ja, und zweitens war das wirklich so ein Schlangenlinienkurs. Vielleicht wäre es irgendwie so ein bisschen bei Übung, wäre es vielleicht dahinter besser gegangen. Ja, auf jeden Fall habe ich mir dann viele Gedanken gemacht, was ich machen kann, um meinen Autopiloten wieder in Betrieb zu nehmen. Da habe ich hier oben alles ausgebaut, habe das Netzwerk eingekürzt und habe den Triton ganz nah an den Plotter unten gesetzt und habe einige Sachen rausgenommen. Klar, den Windgeber sowieso. Aber es hat nichts genützt. Dann habe ich in der Diagnose nachgeschaut und habe ich dann den Fehler gefunden. Bussystem off. Das heißt, das Bussystem selber hat nicht funktioniert. Die Geräteliste, die angezeigt wurde, das waren lediglich die Gerätetreiber, die jetzt der Zeus selber drauf hat. Ja, da wusste ich aber erstmal nichts mit anzufangen. Da habe ich den Tobias Lepper von Lepper Marine versucht zu erreichen. Habe ihn dann über eine Textnachricht dann auch bekommen. Und wir haben ein bisschen hinhergeschrieben, haben das erklärt. So, Bussystem off, sagt er, pass auf. Gleich die Sicherung durch. Denn das Bussystem selber hat seine eigene Spannungsversorgung und seine eigene Sicherung. Ja, und habe ich erstmal geschaut, wo die Sicherung war. Ich habe es zwar damals alles selber eingebaut, aber so einfach war das dann auch nicht, das zu finden. Habe sie dann gefunden, ja, und tatsächlich, da war die Sicherung durch. Das muss dann irgendwie passiert sein, als hier der Mast umgefallen ist und dann das Kabel hier von dem Windgeber irgendwie abgerissen ist. Da muss es scheinbar zum kleinen Kurzschluss gekommen sein im Bussystem. Und deswegen ist da die Sicherung durchgegangen, was ja gut ist. Und nichts weiteres kaputt gegangen ist. Ja, ich habe dann erstmal wieder alles umgebaut, hier wieder auf den alten Zustand zusammengebaut, habe die Sicherung gewechselt und siehe da, mein Autopilot war wieder da und habe dann angefangen, hier Kurs aufzunehmen Richtung St. Martin, beziehungsweise ich wollte erst nach St. Martin, habe mich aber jetzt noch umentschieden,
und werde wahrscheinlich doch zu Marigold Bay fahren. Sint Maarten habe ich deshalb gewählt. Erstens ist das das nächste Ziel. Oder eines der nächsten Ziele. Ja, ich glaube, es ist das nächste schon. Und zweitens ist da eine relativ gute Infrastruktur, wo man solche Dinge hier erledigen kann und reparieren lassen kann. Ja, bin mal gespannt, wie es weitergeht. Habe mich natürlich heute Morgen auch noch mal intensiv mit meinen Bedingungen der Versicherungspolice auseinandergesetzt. Aber das sieht meines Erachtens ganz gut aus. Der Schaden müsste gedeckt sein, bis auf die Selbstbeteiligung logischerweise. Ja, schön ist sowas nicht, wenn einem das passiert, aber ist auch nicht das Ende der Welt. Wichtig ist immer, dass einem selber nichts passiert ist. Wichtig ist, dass ich hier alles ohne Verletzungen, ohne Probleme von Bord bekommen habe. Und jetzt fahre ich runter, werde versuchen, ein Angebot einzuholen. Ich weiß jetzt nicht, wer das da machen kann, da muss ich erstmal schlau machen. Dann natürlich die Versicherung kontaktieren, der eine Nachricht schicken. Ja, und dann hoffen, dass das nicht allzu lange dauert. Wobei die Sachen natürlich bestellt werden müssen. Also ich gebe mich da nicht der Illusion hin, dass das relativ schnell geht. Hoffe aber, dass das irgendwie noch vor Beginn der Hurricane Season, ja, ich sag mal vielleicht so Ende Juni, 2,5 Monate, na, ich hoffe es einfach. Ansonsten wird das nämlich auch schon knapp, in den Juli hineinzukommen. Kann alles noch passen, muss nichts passieren, aber dann weiß ich nicht. Wenn ich da keine garantierte Zusage habe, dass das irgendwie bis Ende Juni fertig ist, dann muss ich tatsächlich weiter im Süden noch mal schauen, ob es da jemand machen kann. Aber das weiß ich noch nicht. Ich versuche das jetzt erstmal hier auf Sint Maarten und hoffe einfach, dass das da klappt und auch in einer akzeptablen Zeit klappt. Ja, ich glaube, meine beiden Atlantiküberquerungen, jetzt hier die zweite Stadt auch nicht unter guten Stellen. Auf der anderen Seite kann ich froh sein, dass der Flug passiert ist. Und nicht jetzt irgendwie so auf halber Strecke, dann wäre es sehr, sehr schwer gewesen, da jetzt einen akzeptablen Hafen anzulaufen oder irgendeinen Hafen anzulaufen. Ja, gut, fahre ich zur Marigold Bay und schauen wir, wie es da weitergeht. Zum Glück habe ich auch diese Stabantenne hier an Bord. Genau für diesen Fall, wenn der Mast abgebrochen ist und ich keine Antenne mehr habe. Ich habe das AIS da drüber laufen und auch das Funkgerät. So werde ich hier gesehen und kann die anderen auch sehen. Ja, ist ja ähnlich wie die Rettungsinsel. Das hat man mit an Bord und hofft, dass man es nie braucht. Aber heute kommt sie hier zum Einsatz. Samotte voraus! Anguilla. Ich bin jetzt hier in der Marigold Bay, kleine deutsche Kolonie. Die Coton liegt hier an Steuerbord und an Steuerbord voraus. Die Fantasie habe ich ganz herzlich willkommen geheißen vorhin, habe ich mich sehr gefreut. Ja, jetzt erstmal hier durchatmen und morgen geht's weiter.